What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Kirkkonummis, state of mind, ADOD, MC Rambo, heimis, köyhä, jonne ja tee. Kroomin katku, hyvälle nenä, kun pomma seinä, äleelikane, etelä. Ey Leute, was geht? Warlord Hannes wieder am Start und ja, heute wieder mit einem kleinen weiteren Live-Commentary zu World War 2. Und ja, wir spielen auf der Map Gibraltar. Ich bin gespannt, was jetzt hier so geht, die Runde. Und ich hoffe, dass ich nach der Runde endlich Level 16 bin. Ich will nämlich endlich, Dings, wie heißt es, Eile haben, damit ich schneller nachladen kann. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir so schnell wie es geht jetzt Level 16 werden. Lass mal hier runter, einen Nate da oben rein. Boah, Digga! Belastend. Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie es eigentlich vorhatte. Und sorry, falls ich ein bisschen ruhiger sein sollte. Aber ich versuche mich natürlich jetzt hier auch zu konzentrieren. Damit die Runde auch gut wird. Na komm her. Ich lieb den Spot. Nein! Oh Mann, ich hab ihn zu spät erkannt. Fuck. Ich habe gedacht, das wäre die Leiche von dem anderen, die einfach ein bisschen kribbelig sich dahingelegt hätte, beziehungsweise kribbelig dahingefallen wäre. Das war jetzt belastend. Aber der Spot ist definitiv gut, Leute. Oh Gott, dann fick dich doch. Schönes Ding. Na komm. Kommt jetzt locker jemand, oder? Okay, anscheinend nicht. Locker sterbe ich jetzt. Aufklärung in der Luft. Boah, du Wichser. Du räudiger Bastard, hätte mich noch fast geholt. Aber auch nur fast. Okay, nee. Nein. Ja, okay, was will ich mit einem MP dagegen machen? Da mache ich eigentlich gar nichts dagegen. Na, oh Gott, nein. Probieren wir mal, was mit der PPSCH geht, hier mit diesem schönen kleinen Visier. Wenn ich jetzt wieder von da oben geholt werde, raste ich ab. Mann, dann hör doch auf, da oben zu campen, du räudiger Bastard, Junge. Das fuckt ja jetzt schon ab. Okay. Jo, natürlich. Von wo soll ich auch sonst geholt werden? Natürlich von hinten. Oh, 4 zu 6. Nein, nein. Oh, was soll ich denn machen, Digga? Ich war am Nachladen. Und wer konnte denn damit rechnen, dass da auf einmal zwei Leute um die Ecke kommen? Mein Feld trocken. Die Gegner wollen mich doch verarschen. Komm schon, jetzt erstmal hier durch. Okay, schön. Okay. Nein.
Fuck. Ein bisschen schneller reagieren müssen. So. Nee, komm, da will ich glaube ich gar nicht challengen. Okay, schade. Nee, Digga. So leicht lasse ich da. Fuck, er ist runtergesprungen, gell? Scheiße. Da wollte ich ihn outplayen, hat aber nicht so geklappt wie geplant. Naja, egal, passiert. Da war der Gegner doch nicht so dumm, wie ich dachte. Nein. Okay, ich glaube, ich mache das Teil gleich wieder raus, was mir anzeigt, dass ich anvisiert werde. Von Leuten, die nicht im Blickfeld sind, weil das lenkt irgendwie voll ab. Nein. Ich werde, glaube ich, so hart negativ die Runde rausgehen. Weil ich absolut veräme die ganze Zeit. Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen. Fritz X-Bombe wird abgeworfen. So. Als ob ich mich so leicht da wegholen lasse, Digga. 12 zu 11, noch positiv rausgegangen und gewonnen. Ist ja eigentlich schon mal ziemlich gut. Und boah, er geht mir so auf die Eier mit seinem Emblem. Naja, egal. Ist ja seine Sache. Ich hoffe, die ganze Runde hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, macht's gut und ciao.